Hallo meine Freunde, wir sind zurück. Lang hat's nicht dauert. Einmal. Ist wieder so ein Frachttyp. Na. Wir sind wieder hier. No Man's Sky versuchen weiterhin die Missionen zu lösen. Ich probiere zumindest die Hauptmission. Ich möchte sie schaffen. Ich wurde hierher zitiert von der Hauptmission, die sich jetzt, glaube ich, langsam verabschiedet hat. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, aber eigentlich war das der Weg des Atlas vorher. Scheiße, was war das gerade für eine Mission? Am Arsch. Nö. Nö. Ich weiß nicht, ob das nicht. Also eigentlich hat mich da gerade irgendwas daher gelotst. Jetzt habe ich es vergeigt. Das Raumschiff von dem Typen finden. Aber da irgendwie die Mission da jetzt weg ist, ist das jetzt ein bisschen blöd. Diese geschissenen Nebenmissionen, wenn die einmal aufploppen. Ja, giftige Wolken, das macht es ja schon mal sehr freundlich, den Planeten. Und die Mission wird mir irgendwann überbleiben. Ich will ja sowieso die Hauptmission machen, also dann lassen wir das jetzt mal. Und irgendwie finde ich da jetzt gerade keine Mission, die auch nur ans. Träume von der Tiefe! Die war das! Na dann, können wir ja doch noch was machen. Ich bin ein Idiot, ich hätte das einfach lesen müssen. Gut, mal, wo ist da was? Genau unter mir. Der nächste Landeding ist hier. Landet. Ah! Da. Ich verweiche. Dann gehen wir mal da runter. Das wird jetzt hier wieder lustig. Können wir das alles mal, was ich habe, mal aufladen? Schau mal. Hui! Und. Plopp. Salz abbauen mal direkt, ne? Okay. Das ist eine komplett komische
Schmalen. Ist ja nett. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock drauf zu gehen. Ich vermute. Na, jetzt halt nichts machen, geht's weiter. Mal rein. Ja. Okay. Also es wird das Inventar nicht übertragen. Ich weiß nicht so. Nee, das ist ja eh rundum schlechter als meins. Wurscht, egal. Erreiche das Raumschiff, schätze mal, da muss ich ja. Protokoll, Durchbruchsereignis, plus 4 Souls. Der Großteil der Crew ist tot, nur jene von uns, die bereits in den Anzug waren. Asteroid-Einschlag überlebten, die anfängliche Dekompression. Wir hatten Glück, dass kleinere Raumschiffe abheben konnten, bevor die Hülle implodierte. Keines unserer Schiffe verfügte einen Hyperantrieb, wir sollten die Baupläne in der Hauptdatenbank des Frachters bergen können, es scheint allerdings in den Tiefen des Ozeans versunken zu sein. Zum Glück haben wir noch die Pläne von den Nautilon. U-Boot-Ding, okay. Boah, das Nautilon, was wollen wir denn da? Ihn, Baublen, erreichen Unterwasserbasis. Und das errichten an Unterwasserbasis, okay. Schiff. Das ist da. Ah, ey. Ein riesiger Sauerstoffbox. Ja, das Schöne ist ja, kann mir jetzt irgendwas sagen? Errichten einer Unterwasserbasis kann helfen. Also ich errichte jetzt sicher nicht eine Unterwasserbasis, einfach mal so zeigt Spaß, oder weißt du, wie lange der braucht dafür? Salz.
Rohr raus. Hallo Fisch. Salz, was ich vorgesehen habe. Vielleicht hat es ja doch einen Sinn. Vielleicht hätte ich doch da unten bleiben sollen. Ich weiß nicht, wie ich diese Einstellung für Licht machen kann. Ja. Schon gut. Na gut, wäre jetzt die Frage, bleibt mir jetzt viel anderes über, als da wieder runter zu gehen? Das nicht irgendwie platt machen, das Aug. Komm schon, Aug, stirb! Lassen wir das, holen wir mal das Ding rein. Das ist das Teil, was wieder vollkommen explodiert, wenn ich das mitnehme, ne? Mal kurz da rein. Die Box ist ja sicher nicht zum Spaß da. Na komm, füll dich auf. Komm. Tja. Das geht ja wirklich einfach. Vor allem hypothermale Treibstoffzelle, um den Nautiler zu bedanken, stelle mit links im Inventar hier pin den Bauplan über uns Herstellungsbericht suchst. Okay, eine hypothermale irgendwas. Was braucht das Salz? Was hier? Jetzt explodiert irgendwas. Schwieriger das Tag. Erkunde der Tiefe. Kann das Teil schießen? Nein, das kann gar nichts. Kann das schwimmen? Was sind das für...
meiner Super, das ist schon cool. Aber wohin? Ich schätze mal da lang. Was ist denn so? Ernsthaft? Muss ich jetzt 3 Minuten lang dahin tuckern? Kann ich das jetzt eigentlich herbeirufen, das Teil? Ja, kann ich. Dann habe ich jetzt bitte eine andere Idee. Okay, dann habe ich jetzt eine Idee. Oder was ist mein Raumschiff daher? Bin ich mit dem darüber. Sollte das natürlich so funktionieren, wie ich mir das vornehme. Auf jeden Fall schauen, dass das betankt ist, ne? Da haben wir schon. Dazu sage ich es gerade ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt, aber da hätte ich jetzt 100 Jahre braucht wahrscheinlich bis daher. Salz ist schon mal gut. Ja, das ist völlig blöd. Trottel, wie soll ich das runtergesetzt? Das kommt davon, wenn man rumklickt wie ein Irrer. Ah! Okay, das war ein bisschen viel. Trotz des Verfalls der Großrechner der Station noch immer funktionstüchtig. Auf die Aufzeichnung wurden eindeutig schon einige Male schon einmal zugegriffen. Das letzte Eindruck ist der Download eines Hochleistungssonars. Doch eine Sache ist seltsam, die Zeitstempel wurden gelöscht, weshalb man nur möglich sagen kann, wann die Crew hier war. Befand sich die Situation an Land, als zuletzt jemand hier war, die Schrecken, die draußen lauerten, müssten kurz darauf gefolgt haben, doch was hat sie hergeführt, es sei denn?
Gemerkt, ein Detail genau ist so Nahgerät, mit dem die Scanner-Technologie an Bord des U-Boots den Nautilus auf Analysevisierniveau verbessert werden kann. Drücke C, um Hochleistungssonar zu aktivieren. Salz, habe ich. Ist da was? Was zum Henker? Alter! Hammer! Was ist mit euch? Ey! Na, Alter! Gar nicht! Nicht witzig! Wieso kann ich schießen mit dem Drum? Dann ist er wegballert. Alter. Hey. Abnormal. Salz brauche ich dazu. Ich will dann mal kurz ein bisschen wegfahren. Salz und Sauerstoff, gut. Ich gehe jetzt immer da rein, ich habe Angst da raus. Ich brauche nur mehr Salz, okay. Mies, suboptimal. 5 Salz war ja klar. Okay, wenn ich dann so rausgehe, muss ich die alle wegballern. Ich könnte auch einfach darüber drücken. 65 für 10. So noch. Ey, ich dreh da voll durch. Aber dass man den Nautilus alles geben kurzzeitig, was man da. Weiß ich nicht. Ah! Ist weg. Also ich fühle mich hier gerade schon etwas beengt. Das muss ich schon dazu sagen. So ein bisschen gar viel beengt. Thank you.
Okay. Was sagt jetzt meine Mission zu dem Ganzen? Kristall. Kristallsulfid zu. Okay, ich werde es mal kurz da wegzuckern. Geh bitte. Wieso? Ach, Scheiße, wieder verhunzt. Gut. Salzrefrakt. Habe ich es? Was habe ich doch schon das Zeug? Ja, eigentlich sollte das erledigt sein. Salz. Vielleicht hat da irgendwas nicht viel gehabt. So. Noch an, das so ähnlich ausschaut vielleicht. Nee, gibt's nicht. Dann frage ich mich jetzt da, was soll ich das machen? That's a bug, my friend. Really a bug. Das ist wirklich einfach ein Bug. Was soll ich jetzt mit dem? Jetzt muss ich immer das da reinlegen. Funktioniert. Ha! Das ist irgendwie traurig, aber gut. Naja. Mein Nautilon wird besser. Wir nutzen hohen Max aufzuspüren, zu erkunden, greifen, schnell mit einem Hochleitsensor zu. Das Logbuch der Crew hat was erwähnt. Entdeckt. Naja, das läuft doch.
mal kurz mal schauen, was ich für den Antrieb brauche. Ich will nur nicht irgendwann liegen bleiben. Eine Unterwasserbase, muss ich jetzt ehrlich zugeben, wäre schon sau cool. Wie gesagt, Unterwasserbase wäre schon sehr cool. Aber wenn das, dann brauche ich auf jeden Fall anderes Verbrechensmittel, als das zahlt, aber das ist ja eine Katastrophe. Ruck und rauf! Hey. Das ist ja viel Kohlenstoff. Und nicht, dass ich mich jetzt darüber beschweren will, aber. Kann schon was. Holen wir den Nautilus dann eben da drüben wieder. Das, ich glaube, das ist so besser. Was ist da nicht in Reichweite? So, jetzt muss ich ja eher innerhalb der Atmosphäre kämpfen, weil das ist ja irgendwie cool. Oh, Ressourcen. Mich nervt das schon so sehr, wirklich. Ich kann euch das gar nicht mitteilen, wie sehr mich das jetzt schon nervt. Ja, das braucht jetzt eh keiner. Interessant wäre jetzt aber, ob es da irgendwo. Was man daraus fördern kann, wäre auch interessant. Meter, also Kaus, ich nenne es mal Meter. Na, analysier mal. Stickstoff. Nochmal eine Rakete her. Mal da schwimmen.
Nach der Abtauchen geht anscheinend nicht. Weil der Boden zu hoch ist. Yay! Wunderbar. Nehmen wir das mal mit. Wie viele Fische liegen. Ich wette mal, dass man da auch irgendwie Waffen raufbringt. Mag die Ansicht gerade nicht wirklich, aber gut. Schatz, hör die Stimme. Protokolling, was durch das Ereignis, irgendwas. Wir haben das Wrack lokalisiert, doch der Schiffscomputer war ein Reinfall. Wir bargen so viele Vorräte, wie wir konnten und verschwanden. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn sich das Wasser durch das Reaktorgehäuse frisst. Hört sich gut an. Die Gezeitenmuster hier werden immer seltsamer. Das Wasser ist rasch angestiegen. Doch wir warten immer noch darauf, dass es abebbt. Wir könnten zurückkehren und mehr bergen, wenn der Wasserstand sinkt. Die Überlebenden haben es zum Frachterwrack zurückgeschafft. Wir sind aber bald weitergezogen. Ich werde dasselbe tun müssen, wenn ich sie finden will. Bevor ich gehe, untersuchen habe das Archiv. Es gibt keine Hinweise. Aber ich finde blaue Baupläne für ein paar Wasserkonstruktionsmodule. Wenigstens war der Weg nicht um. Ich habe das Notrufsignal abgeschaltet. Hier gibt es niemanden zu retten. Vertikaler Glastunnel. Das schreit ja schon fast nach einer Unterwasserbasis. Oder? Such mal nach der Crew. Achso, Blödsinn, mein Fehler. Gebäude. Der Hund. Komm, lad dich schnell auf. Komm. Folge mit dem Ausgang, lokalisiere das Gebäude. Es ist ja so geil damit, die Unterwasserumgebung ist wirklich schön. Also, wenn nicht das Problem mit der Luft und so wäre, dann wäre das eigentlich ein recht praktisch. Ja, mal überlegen. Kann man da an Land gehen? Vorne. Gar langsam ist das Teil, aber oh Gott. Das nächste habe ich auch schon entdeckt, aber das hilft mir jetzt nichts. So, Raumschiff, hierher. Ja.
Raumschiff ist mir ehrlich gesagt fast lieber als das andere Teil da. Das ist das Raumschiff. Da muss ich hin. Los. Go, go, go. Wir geben Gas. Wir haben Spaß. Ja, wobei ich sagen muss, das von A nach B fliegen ist jetzt nicht gerade das Spaßigste, was ich mir vorstellen kann. Aber, so, jetzt bin ich hier. Das kann ich original scheißen gehen, weil ich da nicht landen kann. Deswegen mit diesem komischen Etwas da fliegen. Mist. Da hasst mich jemand. Hui! Platsch! Vor waren es 8 Minuten, was? Nein, 1,5 ist es schon im Rahmen. Wir werden jetzt aber einfach brachial mal drauf zufahren und nicht irgendwie noch Umwege machen. Ich finde es aber cool, dass sie alles eigentlich praktisch recht gut erklären, wie man was macht, wohin kommt. Das haben sie gut gemacht. Viecher sind auch cool. Da müssen wir, glaube ich, oben drüber. Ich hätte gerade so gern was zum Ballern bei dem Ding. Kann man das flickern? Explodierst du, wenn ich vorbeiflieg? Nein. So schaut schon cool aus, mein Schiffi. Ja, wie gesagt, es gibt ja anscheinend sehr viel zu tun in dem Spiel und unter Wasser gehört dazu. Wir haben schon, es fällt dann auch die Orbitalbasen, die auch, soweit ich weiß, errichtbar sind. Da das Spiel weiterhin ausgebaut wird, gibt es ja immer wieder was Tolles zu tun, aber tada. Man muss dazu sagen, bei den Gebäuden, wenn die nicht prozedural generiert sind. Nein, Grauen aus der Tiefe. Aber jetzt. Fick dich, du Arschloch, du unnötiges Dreckstrom. Wenigstens habe ich das Armor gekriegt jetzt, ja. Das wäre jetzt halt nur die Frage, ob das allgemein öfter funktioniert. Damit ich es stapeln kann, meine ich damit. Zugriff auf Protokoll, Signale, Echo verzerrt, Daten werden wiederhergestellt. Mach das. Protokoll lesen. Durchbruchsereignis, +12 Souls.
Heute war mein Tauchgang an der Reihe, doch wieder mal fand ich nichts Interessantes, nichts als Seetang und Felsen. Der Wasserstand ist noch nicht gesunken, ein Teil der Crew ist ohne Anzug ins Wasser gegangen. Es sieht so einladend aus. Nein, schaut's nicht. Überlebende aufspüren. Gebäude wieder. Was ist das eigentlich dafür da, um das Spiel in die Länge zu zahlen, oder was hat das jetzt gerade für einen Sinn? Ehrlich gesagt wirkt das gerade wirklich so. Aber es hilft nichts. Ohne Flug, ohne Raumschiff komme ich da nicht schneller voran. Na, dann geben wir mal Gas da und. Dort sind Katma. Drei Minuten werden geschnitten. Oder auch nicht, schauen wir mal. Jedenfalls versuche ich wirklich die ganze Zeit irgendwie alles halbwegs hinzubekommen. Eigentlich will ich eine Mission fertig machen, dann mein Gebäude weiterbauen, die Waffen, neue Waffen kaufen, neue Raumschiffe. Oh, unter Wasser, ich will gerne Unterwasserbase bauen, das schaut schon cool aus. Auf so einem Planeten, aber da muss gleich alles neu machen, im Sinne von, die ganzen Gebäude, die ich jetzt habe, werden unter Wasser alle nicht funktionieren, vermute ich mal. Somit müsste ich theoretisch das Ganze neu lernen oder erlerne es jetzt eh in die Missionen. Cool wär's schon, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das heißt, es gibt mal die Perspektive ein bisschen auf die Nerven. So deppert. Nochmal ein Tauch. Musste mal kurz runter. Aber ich in dieses Perlenteil, das ich da gerade jetzt eingesammelt habe, sinnloserweise. Ah, da das Auge. Was von dem Zeug könnte ich eher da drüben brauchen, in dem anderen Ding? Na, sorry, ich musste niesen. Diese komische gepanzerte Muschel. Wollt ihr jetzt einfach schon wegschießen? Bleibt die Perle dann über? Ja, bleibt. Perle haben wir ja mal. Ja, aber das ist nichts da. Ich fand das. Und abtauchen. Oh
nochmal, haben wir eh noch genug treibstoffmäßig? Ja, füllen wir auf. Jetzt schon. Das wird's knapp. Ich kriege keinen Damage-Anzeiger, dann kann ich ja eigentlich alles niederführen. Mehr als diese 12 Views wird's auch nicht. Auch mit Shift gedrückt halten gibt das Ding nicht Gas. Das ist scheiße. Also in einer Minute sind wir dort. Wenn das stimmt, was ich, weil gegen Boden fahren habe ich eh noch nicht geschafft, dann kann ich theoretisch ja die ganze Zeit nach unten schauen. Und das Ding fährt eh von selbst über die Erhebungen. Zack. Weil es ist leicht fürs Spiel nebenbei, aber irgendwie eine cool. Wenn man so ein Fahrzeug drin ist, lassen sich alle Viecher in Ruhe, auch in die Raumschiffe, die Wächter. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen gar vereinfacht, aber ich finde das jetzt eigentlich recht angenehm. Ja, nur so nebenbei mal das erwähnt zu haben. Hallo Auge. Nein! Wo ist noch eine Sache? Ja, sicher geht das. Meins! Komm mal da rein. Jetzt haben wir alles mal in den Frachter. Frachte ist so meine Mülldeponie gerade irgendwie. Zugriff auf Protokoll. Signalecho verzerrt. Daten werden wiederhergestellt. Protokoll lesen. Durchbruch zu einem sekundären Tauchteam. Es hatte früher zurückgekehrt. Sie haben eine Höhle voller seltsamer Kristalle gefunden. Doch die U-Boot-Lichter gingen aus, weshalb sie gezwungen waren, zurückzukehren. Sie wirkten verärgert und beunruhigt, aber wir müssen zurückkehren, solange die wechselnden Gezeiten uns nicht die Erinnerungen an ihre Position berauben. Ohne fortgeschrittene Materialien werden wir nichts bauen können. Protokoll. Wir haben die Lichtnadel repariert. Ich wage mich hinab. Protokoll. Irgendwas. Wir haben die Höhle gefunden. Ich wusste, wir würden es schaffen, aber was für ein Fund. Gewaltige turmhohe Kristalle, die in einem glänzenden, rot schimmernden Reich einer Metallablagerung konzentriert ist. Deuterium, mehr als wir uns erträumen konnten. Vielleicht schaffen wir es am Ende doch, wenn wir jetzt bloß noch eine Nacht im Trockenen verbringen können. Kehre zum Nautilon zurück und suche nach wie vor. Nach allem, was gerade. Gott, na! Rein ins Trockene. Das ist aber wirklich jetzt nur mit Zeitschinderei, oder? Weil das kann man ja keiner jetzt erklären, dass das von einem zum anderen da immer so toll ist. Aber gut. Macht nichts, soll so sein.
Beendet Part, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet es wieder ein, dann geht's weiter mit der Mission. Wenn wir bei dem Gebäude angekommen sind, geht der Part weiter. Also, mit dem nächsten Part geht's dann weiter, so kurz. Danke fürs Zusehen, habt viel Spaß für was auch immer. Schaltet es wieder ein, ein Abo würde mich total freuen. Und bis dann, habt viel Spaß und ciao.